Für die Wasserfreunde Spandau 04 heißt es an diesem Wochenende noch einmal Bundesliga vor dem großen Champions-League-Spiel am 27. Februar gegen Verona. Mussten sie erst noch mal gegen die SG Neukölln, also zum Lokalderby, antreten. Es geht darum, sich gut vorzubereiten. Also wir werden die Neuköllner natürlich ganz seriös nehmen. Wir werden heute versuchen, ordentliches Spiel zu machen und einige Dinge auszuprobieren in Anbetracht auf das Champions-League-Spiel, was ansteht. In den ersten 8 Minuten kamen die Spandauer aber noch nicht so richtig ins Spiel. Ben Reibel könnte sie zwar mit 1:0 in Führung bringen, aber im Vergleich zu den torreichen letzten Partien schienen die Wasserfreunde heute noch etwas zurückhaltend. Nur, muss man schon sagen, 2:0 stand es nach dem ersten Viertel. So, wir hatten diese Woche eine harte Trainingswoche und ich glaube, das hat ein bisschen am Anfang beeinflusst. Wir hatten nicht so viele Tore wie immer, aber Defense war ganz gut, wir haben kein Tor gekriegt. Die Ansprache von Trainer Peter Kovacevic schien dann Wirkung zu zeigen. Die Spandauer schalteten einen Gang hoch und ließen erahnen, in welche Richtung das Spiel gehen wird. Und zwar in die des Tores der Neuköllner. Die Wasserfreunde waren natürlich auch die klaren Favoriten, jedoch an diesem Tag auch nicht in voller Stärke angetreten. Keine komplette Mannschaft heute bei Spandau. Mannschaftskapitän Marco Stamm wird nicht dabei sein. Auch zweiter Center-Spieler Stefan Bisiwatsch hat sich mit einer Blockade heute krank gemeldet. Aber wie gesagt, genügend Raum für die jungen Spieler, sich zu zeigen. Nach dem Seitenwechsel konnten dann auch die Gäste den ersten Torerfolg erzielen. Martin Andruskiewicz erzielte das zwischenzeitliche 8:1 für die Neuköllner. Am Spielverlauf änderte das aber nichts mehr. Spandau blieb das bestimmende Team und machte weiter das Spiel. Ganze 8 Tore der Spandauer konnten die Zuschauer allein im dritten Viertel bestaunen. Er stand 8 Minuten vor Schluss, also 16:1. Im letzten Viertel wurden dann wohl schon ein wenig die Kräfte für das Champions-League-Spiel gegen Verona geschont. Die Neuköllner konnten hier noch 2 weitere Treffer erzielen, aber am Ende der Sieg für die Wasserfreunde Spandau 04 klar und deutlich 18:3 gegen die SG Neukölln. Ja, ich kann dem Tobi nur zustimmen. Wenn wir 3 Gegentore kriegen und 18 schießen, können wir heute im Großen und Ganzen zufrieden sein. Gehen wir mit viel Selbstvertrauen und guter Vorbereitung in das Champions League Heimspiel gegen Verona dann am 27. und sind guten Mutes, dass wir da die Punkte hier behalten. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, wenn es am 27. Februar heißt, Wasserfreunde Spandau 04 gegen Verona in der Schwimmhalle Schöneberg.